Manche Autofahrer wollen vor allem eins: auffallen. Mit allen Mitteln. Ich begleite heute die, die ihnen so richtig den Spaß verderben. Einer, der sich den Posern so richtig entgegenstellt und über den wir bei Spiegel TV bereits berichtet haben, ist Tobias Hensch und seine Kollegen von der Soko Autoposer in Hamburg. Wir wollen noch einmal wissen, was hat sich auf Hamburgs Straßen getan? Was ist heute die Mission? Ja, wir werden heute eine zivile Streife durch die Stadt durchführen. Wir werden schauen, ob es halt Menschen gibt, die sich nicht benehmen können, die deutlich zu schnell oder aber auch zu laut durch unsere schönen Straßen fahren. Und werden mal sehen, was uns auf uns zukommt. Tobi Hensch leitet die Sondereinheit seit 2 Jahren. Mit auf Streife ist heute Kollege Malte. Und kaum geht's los, werden die Beamten scheinbar auch schon fündig. Wieso schauen wir uns den an? Ja, also er ist technisch verändert. Die Geräuschentwicklung ist etwas auffällig und deswegen überprüfen wir ihn jetzt einmal. Wir erkennen zum Beispiel, dass der Endschalldämpfer jetzt nicht der Serie entspricht und die Geräuschkulisse dementsprechend auch nicht. Ist der Wagen zu laut, um legal zu sein? Das wollen sich die Kommissare genauer anschauen. Ich würde gerne einmal das Fahrzeug und auch Sie kontrollieren. Dazu bräuchte ich bitte einmal Führerschein, Fahrzeugschein und einen Ausweis. Und dann bitte auch einmal die Motorhaube zu öffnen. Ja, wir schauen jetzt nach technischen Veränderungen. Also in jedem Fall ist das jetzt kein serienmäßiger Zustand. Zum Beispiel dieser lange offene Luftfilter, der ist halt abnahmepflichtig für dieses Fahrzeug. Das ist Ihr Fahrzeug seit September diesen Jahres. Das ist richtig. Haben Sie mit dem Verkäufer irgendwie auch gesprochen, dass da irgendwelche Veränderungen durchgeführt wurden? Alle Veränderungen durchgeführt worden, ja. Ist alles drin. Soll alles drin sein, okay. Alles drin. Komplett. Gut. Ich muss jetzt natürlich aus diesem Abkürzungswirrwarr hier einmal herausfinden, ob das, was hier drin steht, der tatsächliche Zustand auch des Fahrzeugs wieder ist. Nicht einfach. Das ist wirklich ein sehr interessantes Fahrzeug, weil hier unglaublich viel Energie investiert wurde, es zu individualisieren. Insgesamt war er halt ein bisschen laut, aber das müssen wir sonst gleich nochmal überprüfen. Die Tricks der Poser kennen sie mittlerweile nur zu gut. Ist da so bestimmte Stellen, auf die man immer achtet? Ja, also wir schauen uns das Fahrwerk an, die Radreifenkombination, hat das Fahrzeug einen Ölverlust, auch die Beeinträchtigung der Umwelt spielt für uns natürlich eine Rolle. Waren Sie jetzt irgendwie erstaunt darüber, dass man Sie angehalten hat? Ich meine, Sie haben ja schon eine ziemlich fett umgebaute Karre. Das war mir schon klar und das war ja auch nicht das erste Mal, dass wir angehalten wurden. Und das ist für mich okay. Und was, wieso so eine Karre? Wieso so? So eine Karre? Ja. Ja, ein Mann. Was heißt das? Alle Männer lieben gute Karre. Was heißt das, gute Karre? Nee, gute Karre, also das ist, ich mache die Wagen, ich mache schnelle Autos und das ist gut. Okay. Hat das irgendwas, womit hat das zu tun? Irgendwie, das ist so ein großes Auftreten, fettes Auftreten? Nein, oder? Nein, auf keinen Fall, nein. Das hat mit großem Auftreten nichts zu tun und ja, es gefällt mir einfach. Und wenn man etwas sieht, was sie gefährt, dann holt man sie auch. Mhm. In der Zwischenzeit checkt Malte Hübner die Lautstärke des Fords. Und runter. Laut, aber im Bereich des Erlaubten. Einen schönen Tag noch. Ebenso. Schönen Wochenende. Alles Gute. Ja. Tschüss. Mich interessiert jetzt vor allem, was treibt Menschen eigentlich dazu, ihre Karren so aufzumotzen? Im Grunde geht es um das Bekommen von Aufmerksamkeit. Also, dass ich irgendwie versuche, die Aufmerksamkeit mir von Zuschauern, von Publikum zu holen, weil ich vielleicht an anderer Stelle eben nicht so viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit erhalte. Gibt es da auch bestimmte Typen, bestimmte Menschen, die man trifft, die man auch irgendwie interessant findet? Ja, also wir haben in der Vergangenheit einige interessante Charaktere angehalten. Wir haben auch den einen oder anderen Promi angehalten. Wir haben Menschen gehabt, die sehr witzig mit dieser doch eigentlich für sie belastenden Situation umgegangen sind. Und ja, da denkt man hier und da auch mit einem lachenden Auge zurück auf jeden Fall. So wie bei einem Fall aus dem letzten Jahr, als wir die Soko schon einmal begleitet haben. Ein zu lauter Benz ist den Beamten aufgefallen. Alles
eingetragen. Ich habe selber eine Werkstatt. Ne? Ich kenne das Auto in- und auswendig, deswegen. Ne? Ja, alles gut, alles eingetragen. Vom Feinsten. Ne? Tobias Hensch und seine Kollegin haben aber einen Verdacht. Machen Sie ruhig zu, dann kann ich hier besser stehen. Herr Kuhr, einmal Tür zu. Ein Schritt noch. Und abrupt abfallen lassen. Wir haben jetzt gemessen 101,99 Dezibel. Okay. Erlaubt ist für das Fahrzeug 79. Okay. Also das ist halt echt enorm zu viel. Ja. Kann das sein, dass er sich vielleicht, weil er jetzt schon 2, 3 Jahre drauf ist, ne? Der Enscher-Dämpfer? So viel Verschleiß ist völlig unüblich. Erklärungsversuche des Schrauberprofis. Und das ist so ein Umbau, den jetzt zum Beispiel keiner hat, ne? Weil da viel Geld reingegangen ist und all sowas. Ne? So spezial halt. Ne? Wir müssen ihm diese Ordnungswidrigkeit nachweisen. Ja. Und da wir das jetzt halt hier in der Nacht nicht tun können, müssen wir das Fahrzeug sicherstellen, müssen wir das Fahrzeug dann jetzt halt auch wegnehmen und einem Gutachter vorführen. Ja? Pech für Herrn Kuhr. Der viel zu laute Wagen kommt erst einmal mit aufs Revier. Gesamtkosten des ganzen Spaßes mehrere hundert Euro. Ja, scheiße, klar, scheiße. Vor allem war das heute per Zufall, ne? Das Auto, ich war ja bei meiner Mutter heute, dachte ich, okay, nehme ich das Auto mit. Ne? Vielleicht morgen in die Werkstatt ein bisschen sauber gemacht und so. Hatte ich mir gedacht eigentlich. Ja, toll. Jetzt muss ich erst mal sagen, dass sie kein Auto hat, ne? Das ist das Schlimme, ne? Wie ich das erkennen muss jetzt. Muss ich hier ein Auto besorgen jetzt? Was das Auto jetzt weg ist, ist schon blöd. Ehrlich, muss nicht sein, meiner Meinung nach, ne? Dafür fahren ehrlich andere Leute dumm, wo die Autos wirklich voll von der Arsch sind und auf dem Boden schleifen, ne? Ehrlich. Ist einfach so. Weil wir sind auch Polizisten, Kunden, ne? Kripo und alles drum und dran. Ne? Und die sind alle, ne? Die kennen mein Auto auch und alles gut. Ne? Wahrscheinlich sind die jetzt nie neu hier oder was weiß ich was, ne? In der Ausbildung, keine Ahnung. Ne? Scheiße, ehrlich. Zurück zu Tobias Hensch und Malte Hübner. Mittlerweile ist es Abend. Die Rush-Hour der Poser beginnt. Mitten in Hamburg. Der Jungfernstieg ist wahrscheinlich auch so ein Hotspot. Genau, also hier zieht es ja sehr, sehr viel Laufkundschaft her, also von den Geschäften, sehr, sehr viele Touristen, die auf die Binnenalster schauen oder sich hier halt einfach irgendwie zu einem Kaffee oder einem Eis treffen. Und insbesondere im Sommer ist der Jungfernstieg immer voll. Was macht er hier? Das war eine Rotlichtfahrt. Das war eine absolute Rotlichtfahrt, ja. Da müssen wir einmal ein Gespräch führen, das ist ja nichts. Ein mögliches Verkehrsdelikt direkt vor den Augen der Kommissare. Die reagieren sofort. Mal gucken, ob er uns die Chance gibt, noch dahinter zu kommen. Ich versuche das mal ein bisschen schief hier. Ja. Hallo, kommen Sie doch beide einmal hierher. Da fährt kein Auto. Was ist das Problem jetzt hier? Das Problem ist, dass der Herr gerade über eine rote Ampel gefahren ist. Ja, aber Nick, rot, aber ich bin nicht so geliebt, ich wusste nicht, wie ich fahren soll. Dann stand ich da. Ja. Also immer rot gefahren. Ich weiß nicht, ob das rot war, weiß ich nicht. Nun gut, mit dem Führerschein mussten Sie den in letzter Zeit irgendwie mal abgeben. Gab es irgendwie mal Geschwindigkeitsverstöße oder irgendwas? Nein. In der Art und Weise? Niemals, nie einmal. Okay, alles klar. Gut, wie sieht es aus mit Marihuana, Kokain, irgendwas in der Art und Weise? Noch nie? Okay, gut. Also ich merke jetzt halt, Sie tippeln hier so von einem Bein aufs andere. Das ist wahrscheinlich ja, auch eine gewisse, Scheiße, eine gewisse Aufregung. Nein, ich bin hier auch überlegt. Ich bin okay. Was soll der alles klar. Der Mann stellt sich quer. Für Tobias Hensch Grund genug, ihn genauer zu checken. Und der Kopf bleibt starr. Nein, die Nase ist immer zu mir. Gibt es irgendwelche Medikamente oder irgendeine andere Substanzen, hallo, die Sie heute haben? Ich habe meine Augen besser in den Augen. Was sagen Sie denn da überhaupt? Meine Augen sind doch gut. Was sind meine Wahrnehmungen und ich muss es ja überprüfen. Warum fährt jemand über die rote Ampel? Vielleicht. Hast du gesagt, Marc Rex, weil Auto kommt, Polizei, ja. Hast du gesagt, weil ich bin stehen geblieben. Haben Sie ja gesehen, oder? Das wollen wir doch so sein. Mal okay, so. Also ich verstehe das, was Sie sagen, sehr, sehr gut. Es ist für mich aber auf jeden Fall nicht geklärt, dass das der einzige Grund ist.
so wie sie sich hier verhalten, sind sie für mich irgendwie enthemmt. Und deswegen möchte ich das weiter überprüfen. Ich würde ihnen einen freiwilligen Urindrogen-Vortest anbieten. Kannst du mir dafür bestraft, kannst du mir eine Strafe geben, aber nicht hier mit mir diskutieren die ganze Zeit. Wie mit meiner Familie. Das ist mein Job. Ja, aber hier, ich habe auch meine Familie hier. Ja. Haben jemand umgebracht? Was haben die gemacht? Ja. Was haben die hier gemacht? Stellen Sie sich mal vor, es gibt Menschen, die fahren unter... Ist jemand tot? Haben jemand umgebracht? Das habe ich Ihnen erklärt. Was haben die gemacht hier bitte? Ich habe nur die Freiwillige Polizei gesagt, okay. Mal bin ich stehen. Wir müssen jetzt einmal zum Punkt kommen. Machen wir jetzt einen Vortest oder fahren wir jetzt zur Polizeiwache? Oh Gott, der Motor ist voll groß. Ich habe was mal durch. Mach die Kamera weg, bitte. Komm mal bitte Während wir mit dem Fahrer warten, macht Kollege Malte Hübner alles für den Drogentest fertig und fordert Verstärkung an. Nehmen Sie bitte die Hände aus den Taschen. Weil ich nicht weiß, was in den Taschen ist und Sie befinden sich hier im Polizeieinsatz. Nehmen Sie bitte die Hände aus den Taschen. Ja, nun, dann lassen Sie mich da einmal in Ihre Taschen reinschauen. Haben Sie irgendwo gefährliche Gegenstände bei sich? Klar. Hier, guck mal, was soll das gefährlich haben, bitte. Ich bin Arbeiter. Schließlich geht es zum Drogentest in ein Kaufhaus. Währenddessen trifft zur Verstärkung ein weiteres Polizeiteam ein, dem ich die Lage erkläre. Kurze Zeit später sind die drei auch wieder zurück. Das Ergebnis des Tests negativ. Alles Weitere, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keinen Fehler begangen haben, können Sie dann aufschreiben oder aber über den Rechtsbeistand dann entsprechend. Das geben wir sowieso auf. Dankeschön. Tschüss. Es ist ein sehr unangenehmer Gesprächspartner gewesen, weil er andere Meinungen auch nicht zulässt und es auch überhaupt nicht in der Lage war, zuzuhören. Hat man dann irgendwie auch mal Angst in so Situationen, wo jemand so ausfällig wird oder seine Hände nicht aus der Tasche nehmen möchte? Ja, so Angst hat man in dem Sinne jetzt nicht. Man ist natürlich sensibel und man achtet da sehr genau drauf. Eigensicherung ist für uns sehr, sehr wichtig. Wenn ich dann halt irgendwann in den Feierabend gehe, muss ich natürlich gesund nach Hause kommen. Und da achten wir dann so ein bisschen drauf. In dem Fall jetzt hat es mich selbst doch ein bisschen aufgeregt, dass es halt jemand war, der überhaupt keine Einsicht zeigte, mich nicht hat ausreden lassen. Also es war kein gutes Miteinander. Und von daher mussten wir diesen Einsatz jetzt dann einmal so durchbeißen. Aber so ist es nun mal. Nicht jeder unserer Kunden ist in der Lage, sein Verhalten entsprechend zu reflektieren. Seit ihrer Gründung hat die Soko fast 7000 Autos überprüft. So, Abschlussrunde. Dieser Abend bleibt jedoch überraschend ruhig. Womöglich schon ein Zeichen, dass sich die PS-Junkies in Hamburg nicht mehr alles erlauben können. Ja, Fazit des Abends. Ja, es gab jetzt keine außergewöhnlichen Vorfälle. Wir haben den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer kennengelernt, der es immer noch nicht verstanden hat, wie man sich zu benehmen hat. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Wir haben jetzt keine exorbitant gefährlichen Situationen erleben müssen. Das heißt, weitermachen und dranbleiben, ne?